Aloha. Langsam bin ich genervt von dem Pure Vessel, sagt die Belly. Ach, du versuchst weiterhin Platin zu holen bei Hollow Knight, hä? Sehe ich das richtig? Also ich als Spieledesigner hätte da was hinten dran versteckt, aber okay. Der Level-Designer war halt anderer Meinung. Der Boden, knietief unter Wasser, ja, papa. Taschenspielerei ist sehr gut für Zauberer. Hammer, Taschenspieler. Hat der solche, hat Belly, ja. Hammer alle. Okay, also keine Taschenspielerei mehr für uns. Es tut mir leid, dass ich das noch mal abklappe, aber dann müssen wir es später nicht mehr machen, ne? So, laut Gebet. Die Kräfte eines Klerikers werden durch die Meditation Gebetsmeister. So, Gebetsmeister, Gebetsmeister. Okay, das hat der Behemoth und die anderen haben es scheinbar nicht. Haben wir das nur bedarfsgerecht gelernt? Ich meine, wenn das ja nur für den wirkt, aber ich finde es halt cool, wenn jeder jedes Talent hat, ne? Ja, gut, dann lernen wir anderen das jetzt noch. Wie viel will er dafür? 500 Edelsteine, das ist schon ziemlich viel. Mal gucken, wie viel haben wir denn? Ja, komm, das machen wir. Das Eimer nehmen wir das mit, ne? Jetzt darf ich es nur beim Bier nicht doppelt lernen. So, aber dann ist auch wirklich gut, ne? Sind wir jetzt bei 19.000. Himmel, Herrgott. Ich glaube, meine Edelsteinbörse, die hat ein Löchlein. Da waren die Motten dran, die Edelsteinmotten. Ach, guck mal, ja. Noch ein paar Elektrokäfer. Oh, die halten sogar von unseren Pfeilen einiges aus, ne? Aber trotzdem, die spammen wir so schnell raus, da kommen die gar nicht schnell genug an uns ran. Einfach spammen, spammen, spammen. Uiuiui, die kommen vielleicht doch an uns dran. Ja, der eine. Ach Gott, aber was der Seuche mit seinem neuen Schwert für einen Schaden macht, habt ihr das gesehen? Der Trefferklecks war genauso groß wie bei Belly. Oh, er kriegt doch Geld, wenn der Tag wechselt, okay. Naja, aber 180, ja. Komm. Das sind ein paar gelünschte Orks. Sondern das Fluten durchdröhnt die Hallen hier. Ja. Fragt sich bloß, ob das jemand interessiert. Soll ich nochmal reingucken? Da waren da nicht noch welche, bei denen man Skills lernen konnte oder so? Es gab doch noch mehr von den lustigen, rot gekleideten Brüdern. Ja, hier ist Lord Macht zum Beispiel. Ich besitze die Kraft, die Kristalle wieder in die Höhle zu bringen. Sie werden euch wieder segnen. 5000 Edelsteine ist aber ziemlich viel. Gab es da permanente Boni? Das muss ich mal gucken. Wahrscheinlich ja. Weil wenn es jetzt Spinnenhöhle, wenn es da jetzt permanente Boni gäbe, wäre es natürlich cool, ne? Da muss ich natürlich mein schlaues Dokument wieder öffnen. Spinnenhöhle bitte. Wo ist denn die? Mein Browser hat Probleme beim Suchen. Oder vielleicht hat auch der Nutzer Probleme beim Eingeben. Yeah. Ich lese gerade. Normalerweise ist in dieser Lösung ja alles festgehalten, aber diese Information jetzt... Alle Kristalle wieder aufladen, ja. Steht jetzt tollerweise nicht dabei, was die machen. Na gut, dann werde ich das einfach mal schnell ausprobieren. Weil das hier ist wirklich eine Frage. 5000 Edelsteine, das ist viel. Ob sich das lohnt? Ja, 5000 will er dafür und dann... Ja, das gibt permanente Boni, so wie es aussieht, ne? Bloß wie viele davon? Ihr seid genauer geworden, ja. Was meint ihr? Sollen wir mal 5000 Edelsteine ausgeben, um noch ein bisschen was abzugreifen bei den Skills? Dass wir das alles noch ein bisschen höher treiben können? Wie viel haben wir denn auf der Bank? 32.990. Puh, 5000 Edelsteine, das ist schon einiges. Bestimmt gibt es auch noch ein paar Schätze zu finden, aber, ne? Puh, ich bin mir echt unsicher dabei. Ja, mal gucken, was der Chat sagt, aber... würde ich fast noch warten, bis wir noch ein paar mehr haben, oder? Andererseits, ob ich sie jetzt ausgebe oder später, ne? Pff, ja. Gucken wir mal erst, was der noch beibringt. Der Thron ist nicht besetzt. Kommt da noch jemand? War da schon jemand, den wir abgeholt haben? Boah. Also wirklich Reste aufräumen, so sollte ich die Folgen nennen, ne? So, Lot Tempo. Bringt einem nichts bei. Diese Gewürzgurke. Nichts beibringen kann ich auch selbst. Bitte, ich habe viele Sorgen, lass mich mit meinen Gedanken allein. Ja, stimmt, ich muss da nochmal von vorne anfangen, ne, mit den ganzen Brüdern, dann kriege ich nochmal eine Quadlo-Münze, ne? Mit denen konnten wir ja auch ein paar Stats pushen. Betty sagt, probieren. Naja, du meinst also machen, weil probieren muss ich da ja nicht viel, ne? Also. Oder gehst du... Ja, du gehst auf meinen Satzbau ein, weil ich gesagt habe, sollen wir probieren, die Attribute noch ein bisschen zu pushen, okay.
Wie gesagt, die Edelsteine, die brauchen wir halt auch für die mächtigen Zauber, allerdings selten mehr wie 20 pro Zauber. Wo war denn der Heini, der es jetzt aufgeladen hat? War das der hier? Nee, der war in der größeren Höhle, ne? Da muss ich hier außen rum gehen. Da muss ich alle Kristalle nochmal aufsuchen hier. Und warum quietscht die Musik jetzt so? Da darf ich natürlich auch keinen der Edelsteine verpassen, sonst wäre es rausgeschmissenes Geld. Gut, schauen wir mal. Ja, 5000 Edelsteine. So, wer braucht noch Genauigkeit? Ich meine, das lohnt sich ja nur für Leute mit Bogen. Solche hat einen Bogen. Belly hat einen Bogen. Shena hat einen Bogen. Und ich glaube, das war's, ne? Ja, Belly, solche, Shena. So, wer hockt da am schlechtesten da? Die Belly mit 21. Gut, ihr seid genauer geworden. Jetzt hat Belly 31 plus 10. Das ist immerhin doch ein ordentlicher Bonus, ne? So, das ist, glaube ich, für Persönlichkeit. Bezaubernder Charakter. Wir hatten da ganz wenig. Die Belly und ich. Belly, sei nicht böse, aber ich glaube, das gönne ich mir jetzt mal, ne? Ich habe Verständnis und Wissen gewonnen. Ich war am falschen Kristall. Juhu. Verständnis und Wissen, das ist dann Intelligenz. Wer braucht denn da mehr? Da würde ich gerne Jollum noch ein bisschen geben, weil das ja sein Talent ist, ne? Ihr habt Verständnis und Wissen gewonnen. 62. Moment, bei wie viel war er vorher? Es tut mir leid, ich bin verpeilt. Und ich will ein bisschen den Überblick bewahren. 52, okay, also es gibt alles plus 10, so wie es aussieht. So, hier. Was haben wir hier dann? Die Persönlichkeit? Ne, ihr seid genauer geworden, nochmal. Dann vergleichen wir mal wieder, aber ich glaube, die Belly war da immer noch am schlechtesten. Ja, mit 31, komm. Kriegt sie 41. Jawohl, das regt die Zufriedenheitsdrüse an. So, und das waren ja nicht die einzigen Kristalle, denke ich mal, ne? Nichts passiert, ja, an dem waren wir schon. So, wofür ist der? War der für die Persönlichkeit? Ne, das Glück lächelt euch an. Ich weiß nicht, Glück gebe ich dann wirklich auch wieder dem, der am wenigsten drin hat. So, ich habe 22. Und das ist das niedrigste Glück bei uns, also solche. Jetzt hast du 32. War das hier dann die Persönlichkeit? Das Glück lächelt euch an nochmal. Okay, jetzt ist solche nicht mehr der niedrigste. Das heißt, wir schauen bei den anderen. Belly hat 30, 23 bei Jollum. Gut, das ist dann mal wieder was für Jollum. Okay. Habe ich sie jetzt alle? Aber da war doch irgendwo... Nichts passiert. Habe ich einen übersehen? Nee. Ihr seid der bezaubernde Charakter geworden. Das war's. Okay. Gut. Dann haben wir den Raum hier fertig. Aber wahrscheinlich befinden sich in irgendeiner anderen Höhle noch ein paar mehr Kristalle, ne? Die 5000 Edelsteine, die müssen sich ja gelohnt haben. Da steht bestimmt noch irgendwo was rum. Weil ich bin mir echt nicht sicher, ob das jetzt alle waren da. Ich meine, gelohnt hat sich's ja schon, aber besser wäre noch mehr, ne? Ach, guck mal, da sind noch welche. So, was bringt der hier? Verständnis und Wissen, ja. Ich glaube, das kann man jetzt auch mal jemand geben, der da keinen hohen Wert drin hat. Muss ja nicht immer nur zu den Magiern gehen. Ach, 21 bei Belly. Ja, komm, kriegt die Belly etwas Verständnis und Wissen, ne? So, was haben wir hier? Bezaubernder Charakter, also wieder Persönlichkeit. Wer außer solche könnte das gebrauchen? Persönlichkeit, ja, da müssen wir am solchen gucken. Das kriegt jetzt diesmal die Belly, ne? Gut. Sind wir jetzt alle bezaubernder, wunderbar. So, und außerdem kann ich noch gucken, ob neue Spinnen aufgetaucht sind, ne? Ja. Aber ich glaube, auf die paar EP sind wir eigentlich nicht mehr angewiesen. So, was haben wir denn hier? Verständnis und Wissen. Wem geben wir es diesmal? Ich weiß nicht, wirkt sich dieser Wert auch auf den Schaden aus, den Magier mit ihren Zaubern ausrichten? Vermutlich ja, ne? Oder sind es doch nur die Spruchpunkte? Das könnte man eigentlich wieder der Belly geben, ne? Oder wir züchten einen der Magier halt mächtig hoch, ja. Ich weiß nicht. Um das einer über 100 hat, level ich das bei mir mal hoch, obwohl ja der Jollum bestimmt intelligenter ist, ne? Der versteht Mathematik, davon habe ich keine Ahnung. Ja, jetzt bin ich bei 80. Das ist Stufe tierisch. Immerhin.
Moment, was war mit solcher Persönlichkeit? Tierisch. Und wahnsinnig war über 100, ne? Hat man nicht jemand, der irgendwas über 100 hatte? Rüstungsklasse 100, ja, da steht aber keine Bewertung dabei. Ach, egal, passt schon. Wir haben eh schon genug Micromanagement. Oh, kein Kristall hier drin. Me disappoint. Ja, ich hab's extra falsch gesagt, wegen dem Meme. Da kommt ja was angekrabbelt. Hat mal jemand den IKEA-Katalog hier? Wir haben hier etwas Großes, das die Sonderangebote studieren will. Gucken dann die Beine so zur Seite raus. Rennt auf einmal der IKEA-Katalog allein noch durchs Haus. Und dann studiert die Spinne das Angebot. Oh, das Etagenbett sterbe. Okay, noch ein Kristall. Und da gibt's diesmal wieder einen bezaubernden Charakter, ja? Hm. Ach komm, sollen wir solche was über 100 gönnen, ha? Persönlichkeit über 100. So. 104. Stufe wahnsinnig, genau. Ich glaube, mehr brauchst du auch bis zum Ende des Spiels nicht mehr. Also wer 100 in irgendeinem Wert hat, der hat damit ausgesorgt. So, die Kammer wurde gejagt. Noch mehr Spinnies. Zum Glück haben die alle immer das gleiche Bewegungsmuster, ne? Da sind die Monster irgendwie alle blöd. Ach, und die verlieren auch Edelsteine. Da kriegen wir ja ein bisschen was zurück, juhu. 5000 ausgegeben, 18 eingenommen, yay. Ach, ich wusste gar nicht, dass wir so viele Viecher nochmal aufschrecken können, sag mal. Schleut einfach nochmal, ob es was bringt. Keine Ahnung, werden wir sehen. Noch ein paar mehr Spinnen habe ich kein Problem mit. So, wie war das? Hier war ich eben drin, oder nicht? Ja, hier war ich eben drin. Gut. Nicht, dass der Ausl sich da falsch erinnert. Mitunter passiert das. Vor allem, je wärmer es ist. So. Ja, der Schäner hat hier drin noch nichts gekriegt. Oder wie, ja, das Verständnis und Wissen. Kriegen wir da nicht mal Tempo oder sowas? Das könnte ein Dieb doch gebrauchen. Geschicklichkeit gab es nicht, ne? Ja, das zählt unter Tempo. Was gab's da jetzt? Ich bin so verpeilt. Wissen war das wieder, ne? Komm, ich versuch's bei mir über 100 zu bringen, ne? Ja. 85 ist auch schon mal gut. Nur ein Kristall. Schade. Schade, schade, schade. Aber es ist ja eigentlich schon... Ja, 5000 Edelsteine. Das ist eigentlich nicht zu großer Preis dafür, dass man ja seine Hauptattribute hochpushen kann, ne? Das war mein Fehler. Ich bin zu weit gegangen, aber okay. Ach, die sind aber trotzdem im Nahkampf so schnell tot mittlerweile. Da hauen sogar wahrscheinlich die Magier richtig rein, ne? Ah, die geben jetzt noch Gold. Die Spinnen haben Edelsteine gegeben, okay. Da muss ich schon sagen, also auch wenn es jetzt keine realistische Aussage ist, weil es nicht mit der Realität übereinstimmt, aber ich mag die Spinnen hier wirklich wesentlich mehr als die Käfer. Auch wenn sie viel ekelhafter aussehen. Und gleich haben wir einmal außen alles umrundet. Dann gibt es ja auch nichts mehr zu holen. So, das sind noch Edelsteine, die bringen diesmal was? Nochmal ein bezaubernder Charakter. Ich weiß nicht, der solche hat jetzt über 100, ne? Das reicht eigentlich. Ja, dann liegt's wieder zwischen Belly und mir. Nee, du kriegst die Belly. So, Belly, jetzt hast du hier Persönlichkeit 26. Das ist super. Super zählt doch auch schon mal was, ne? So, die Spinnenhöhle, die muss ich mir... Da muss ich die Koordinate noch aufschreiben. Das habe ich voll noch nicht gemacht. So, wenn das jetzt mal eine Temposcheibe wäre, das wäre super. Verständnis und Wissen schon wieder. Also, wieder was für mich. So. Also, ich sag's ja so, in echt ist der Jollum klüger, ne? Und hier im Spiel, da will ich dann zumindest mal vorgeben, als wäre ich intelligent, ne? Okay. Hier gab es nur die zwei Drohne, also keine Kristalle. Schade. So, was meint ihr? Sind da nochmal Viecher? Nee, keine neuen Viecher. Ich läut nochmal. Aber wir gehen ja eh gleich wieder aus der Höhle raus. Also, ne. Dann, hier hat ja die Sachen wieder aufgefüllt. Genau. Okay, haben wir abgegriffen, was abgreifen ging. Wunderbar. Dann können wir ja jetzt auf zu neuen Abenteuern gehen und so. Ach ja. Das gute alte Might and Magic. Moment. Moment, war ich hier bei denen? Nichts passiert. Ja, war ich wohl. Okay. Raus. Spinnenhöhle erledigt. So, notieren wir uns auf. Das ist B4X0Y7. Spinnenhöhle
Erledigt. So. Gut. Dann kann es ja wieder weitergehen. Weil wir haben ja auch sonst nichts zu tun. Weiter hinten war die Zyklopenhöhle, aber die hatten wir doch, glaube ich, auch jetzt schon komplett erledigt. Ah, ne, die war gar nicht hier hinten. Stimmt, die war weiter im Norden. Habe ich wieder falsch erinnert. Hier ist wirklich nur die Spinnenhöhle. Ja, da war Wilderbad. Dann können wir hier irgendwo nach Sumpfstadt fahren. Artefaktort, ja, ja. Das artefaktiert doch schon nicht mehr. Wenn wir das böse Schloss nochmal finden würden, ne? Da haben wir ja auch noch die Artefakte zum Abliefern. Das war die Blutbad-Kathedrale. Da waren noch diese Kerzengeister, diese komischen Dinger. Also B3, X9, Y7, Blutbad-Kathedrale. So, da weiß ich natürlich auch wieder nicht, ob wir da fertig waren. Ich befrag natürlich mal wieder mein magisches Pergament, ne? Ja, weil, keine Ahnung, vielleicht steht da ja wirklich noch was drin. Ah, da war der Elchsaft drin. Die Wände in diesem Raum ergeben JVC den Code, um das Kraftfeld zu deaktivieren. Wisst ihr was? Dann schaue ich da einfach nur ganz schnell rein, ob wir da die Königskugel der Macht und so weiter schon abgegriffen haben, weil wenn ja, dann sind wir fertig. Und wenn nein, ja, müssen wir die noch mitgehen lassen. Nur wenige, die die Blutbad-Kathedrale betreten, verlassen sie wieder. Waren die nicht auch die Spielhallenautomaten? Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Nur Anhänger des mächtigen Elches können hier durch. Okay, jetzt wurden wir verflucht. Also ich lade es gleich nochmal. Stimmt, das war das, wo es auch den ganzen Elchsaft gab, den man austrinken musste, ne? Und nur dann hat man ja irgendwie das Dungeon auch packen können, ne? Das war ja ein bisschen mies. Ach Gott. Wo sie sich dann in Skelette verwandelt haben und in Stein und so, ne? Kannst du schön in den Garten stellen, ja. Aber ich sehe bisher keine Königskugeln der Macht und nichts. Okay, da stehen die Buchstaben auf dem Altar, ich erinnere mich. Und da waren auch mal Gargoyles und die haben ja, glaube ich, alle gekillt. Ne, die haben ja nicht alle gekillt. Komm, weil ich so ein scheiß Completionist bin. Gehe ich jetzt noch mal da rein? Scheiße. Scheiße, ich hab nicht gespeichert. Ich wollte doch an der Blutbad-Kathedrale speichern. Ja, egal. Ich komme ja wieder hin, ne? Ich stehe ja jetzt schon fast davor. Nein, da gehen wir nicht rein. Da gehen wir rein. Nur um die scheiß Gargoyles da zu killen, ne? Man kann auch wirklich sehr pingelig sein, aber... Wäre nicht ossel, wenn ich nicht ein bisschen osselig wäre, ne? Durch die ganzen vielen Gängen muss die Heldengruppe sich nun zwängen. Warum lebt er noch, der Wasserspeier? Haben wir ihn nicht bei die Eier? Ja. Das stimmt, die Gargoyles, die konnten ja auch paralysieren. Deswegen waren die ja so ein bisschen ärgerlich nervig. Hier hinter den Wänden war nichts, nee. Zumindest unser Kumpel hier kratzt nicht. Das würde er ja tun, wenn da normalerweise eine Geheimtür wäre. So, da müssten hier noch ein paar Gargoyles sein, ja? Ja, Wasserspeier, Entschuldigung. Sag einfach Gargoyle. Jollo, man hat einen Ringpanzer gefunden. Bronze. Bronze! Disappointed! Der Buchstabe E steht auf dem Edelstein. E, das heißt euch, also uns. Okay, die restlichen Wände scheinen geöffnet. Haben wir auch hier überall... Das führte weiter rein. Ja, ich glaube, wir waren mal durch. Ich speichere mal, damit wir nicht so weit zurückrennen müssen, ne? Falls am Ende wirklich nichts mehr auf uns wartet. Der Kelch, ja, 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 ja. Das ist mir bekannt. Und JVC. John van Knegem. Ja. Und das war das Passwort für den Kelch. Ja, gut. Alles in Ordnung. Ich glaube, da kann ich auch dieses Dungeon wirklich als beendet betrachten. Also müssen wir hier wahrscheinlich nie wieder rein. Okay. Okay. Also wieder raus. Da weiß ich den Weg ja fast auswendig. Jetzt verbeulen wir uns alle die Nasen. Ach nee, nur die zwei, die vorne gehen, ne? Weil die auch immer die Türen eintreten. Also Solchi und Belly, ihr habt beide blutige Nasen. Was tut ihr dagegen?
Ja, geht zum Beum und da ist der Kleriker, der muss euch heilen, ne? Aber für blutende Nasen bin ich normalerweise nicht da. Was ist das hier? Eine Kältesprayrolle, natürlich, das können wir schon. Das hat doch der Seuche als eventuellen Offensivzauber. So, und hier ist gleich der Ausgang. Gut, Blutbad, Kathedrale. Erledigt. So, wird notiert. Ich mache immer noch mit, das ist schlimm. Dabei ist der Ohrwurmfaktor doch gar nicht so groß. Kriegerheim, da waren wir doch, wollte gerade sagen. Das kenne ich doch. Okay. Irgendwo war doch der Brunnen, mit dem man auch in die Wüste reisen konnte, ne? Ich glaube, da können wir doch jetzt hin, oder nicht? War der nicht da unten? Sind Brunnen überhaupt eingezeichnet auf der Karte? Das wäre toll. Ansonsten müsste ich hier Trial and Error-mäßig überall nochmal durchrennen. Nee, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Dann gucken wir mal. Euer Widerstand gegen Gift wurde erhöht. Nee, das war nicht der Brunnen, den ich meinte. Irgendwo war da ein Brunnen, den man nehmen konnte und da hat einen dann die Wüste verfrachtet. Na toll, der Brunnen vergiftet nur. Da hat nachts der Uge reingepinkelt oder was? Shit. Und ich habe echt keine Ahnung mehr, wo der Brunnen war. Sollte ich mir aber vielleicht auch aufnotieren, ne? Wenn ich dann hier, wenn ich ihn dann wieder gefunden habe. Vielleicht hätte ich einfach alles mitnotieren sollen. Das war das Orknest, aber es gibt keine neuen Orks. Ah, doch! Ja, ja, komm, ihr trefft schon gar nicht mehr. Wir sind viel zu schnell für euch geworden. So, war er das? Nein, euer Talent zur Verteidigung wurde magisch erhöht. Kriege ich Lust zu machen Pupsgeräusche mit meinem Mund? Ne, da hier wollt uns nur irgendeinen Schatz andrehen oder so. Das ist immerhin noch eine Höhle. Das ist die Zyklopenhöhle, aber ich glaube, in der waren wir zu 100% fertig. Deswegen mache ich da nicht groß weiter. Das ist B1, X12, Y10. Wenn wir Might and Magic 4 und 5 spielen, dann schreibe ich von Anfang an gleich alles mit. So. Wieder Qualitätscontent hier. So, das hier. B2, X10, Y13 ist... Die Festung der Angst. Ja, da waren wir jetzt fertig. Da waren wir vorhin erst drin. So. Also Festung der Angst. Gehen wir gleich wieder raus. Habe ich mich einfach innen drin umgedreht. Jo. Weil die Tür, die finden wir auch im Dunkeln. Okay, und das da drüben war... Gehe ich schon wieder ins Kriegerheim? Schlitzerkult... da müssen wir noch mal gucken. So, Schlitzerkult-Festung ist... Bei B1, X3, Y1. Weil natürlich, dazu habe ich mir auch nichts aufgeschrieben. Vielleicht sind wir fertig, vielleicht gibt es da drin noch was. Das war das mit den vielen Hackebeilen, oder enttäusche ich mich da? Also es tut mir leid, dass ich jetzt gerade irgendwie schon die Aufräumfolgen mache, aber jetzt sind wir ja mittlerweile mächtig genug. Passt auf in der Slitzerkult-Festung, ja, ja. Passt du auf, dass dir dein Gebiss nicht rausfliegt. Denn wer es verliert, der darf nicht mehr rein. Oh wei. Hey, guck mal, unser Söldner ist tot. Hm. Wie konnte das nur passieren, oh mein Gott? Eieiei. Ja, ich sag's doch, das mit den vielen Hackebeilen. Nur die Starken im Geist, bla bla bla. Der Mutenkönig ist blablabla. Ich glaube, da war nichts mehr drin, ne? Im Becken ist nichts. Ja, ja. Das leere Becken, aber den Witz hatten wir schon, wenn der Priester nicht noch bausel. Der war ungezogen und geziemt sich dahin nicht. Oh. Hier waren wir scheinbar gar nicht durchgegangen. Ich sag's doch, es bringt in dem Spiel was, sich alle Dungeons nochmal anzugucken. Guck mal, da ist so eine hässliche Schlangentante und sie hat Freundinnen dabei. Cobra-Teufel, ja. Ich find's immer noch hart, wie viel Schaden der Seuche jetzt raushaut, ne? Aber das Schwert macht halt plus 50.
Plus 50 ist nicht zu vernachlässigen. Shena fand einen Schild. Bronze! Bronze! Shena, knackt das Schloss. 3000 Gold. Das ist jetzt gar nichts mehr für uns. Komm, da ein paar Edelsteine, bitte. Das wär's doch. Nee, aber, Gier. Ausrüstung. Messingkrone kann weg. Lederpolsterrüstung kann weg. Lapis, Magita. Das ist ja alles Schrott. Das ist alles Schrott hier. Okay, dann lassen wir gleich noch in den Becken tauchen. Das lassen wir den Shena machen, weil, er denkt ja immer, ist der Loot, der King. Das kann ich jetzt mal unter Beweis stellen, ne? Euer Widerstand gegen Gift ist gestärkt. Ja, jetzt für immer? Scheinbar ja. Okay, plus 45 soll er haben. Und hier? Obwohl, wir hatten am wenigsten Widerstand. Der Seuche, dann kriegt's nächste der Seuche. Auch gegen Gift, okay. Ja, immerhin Gift 32 Widerstand, ist okay. Ne, Seuche hat sich doch gelohnt für dich, ne? Ja, komm, dann mache ich zwei Sprünge, oder macht das Sinn? Macht's nicht, egal. Irgendwie machen die Hackebeile wohl doch nicht so viel Schaden. Also nicht mehr. Aber ich muss mal gucken, ist Ausrüstung kaputt? Nein, im Moment scheinbar gar nichts. Wow. Und was da erhöht ist, ist die Rüstungsklasse, nicht das Alter. Okay, gut. So, da waren wir 100% schon drin tauchen. Das heißt, das Risiko müssen wir nicht nochmal eingehen. Okay. Was? Such die weisen Männer im Tal der, nahe dem Tal der Trolle. Okay. Ach, das ist das Tal der Trolle, wo die, wo Gilda und sein Bruder da rumhocken. Okay. Alles klar. Da waren wir aber schon. So. Hier geradeaus, habe ich gesagt, ne? War das nicht auch da hinten, wo dann, sagt der fehlende Bruder, schickt euch. Da sind wir auch noch nicht lang gegangen. Guck mal, noch mehr von den Zischeldamen. Ich finde die aber nicht gerade anziehend und ausziehend auch nicht. Die sehen einfach komisch aus. Die machen ein bisschen Angst. Ich war mir in der Schlitzerkultfestung hier noch nicht entlang gegangen. Servus, mit dir habe ich da gar nicht gerechnet. Oh, guck mal, das sind auch wieder. Das sind noch Katzengeister und Waldläufer und. Abwechslung und wir kriegen Edelsteine zurück. Ja, zwar nicht viele, aber immerhin. Jedes kleine bisschen hilft. Dann hat mir den Raum damals ausgelassen, weil da zu viele Feinde waren. Nee. Nee, dann wäre die Minimap ausgefüllt gewesen. Ach, wunderschön. Wunderschön. Progress has been made. Und da ist noch ein Safe mit etwas Glück. Wieder ein paar Edelsteine. Bing, bing, Shena. Pechbringer. Okay, wir haben ja gelesen, den gibt's mehrfach. Und da lohnt sich nur, um irgendwo eine Kiste oder sowas aufzumachen. Naja, vielleicht später mal, ne? Wenn wir ganz akuten Geldmangel haben oder sowas. Denn ich glaube, da gibt wirklich auch ein paar Abzüge, solange man ihn dabei hat. Dann schauen wir mal, was der Shena da rausholen kann. 50.000 Gold. Ja. Kann ich das in 5.000 Edelsteine umtauschen oder so? Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich im Moment wieder? 14.561. Naja. Wir nagen nicht gerade am Hungertuch, aber mehr wäre immer gut. So sprach schon der Weise, kriegst den Hals nicht voll. Gut, hier wollte ich noch entlang, aber ich glaube, dann haben wir es auch gleich wieder. Mhm. Ja, nach links abbiegen. Konnten wir da nicht vorbei oder war da nichts hinten dran? Epsilon war die Antwort, ne? Ja. Epsilon war die Antwort. So, jetzt erstmal diesen Raum wieder. Naja. Gut, nee, auch keine Geheimwand mehr. Ja, wunderschön. Wenn auch langweilig. Der Bärchen, das ist immer noch Epsilon. Und hier. Ah, wenn ihr Quadlos habt, testet euer Glück. Aber haben wir noch Quadlos dabei? Ich glaube nicht, ne? Sieht jemand eine Quadlo-Münze? Nee. Nee. Alter, du bist schon ein bisschen pervers drauf, ne? Lasst mich eure Quadlos schlucken. Ja, wir sehen uns bald. Nee, lass mal. Muss so bald nicht sein. Jollum, übernehmen Sie hier mit dem Sprung. Ach, und das war dieser eklige Raum, ne? Mit diesem ganzen Geteleportieren. Wo ich nicht weiß, gab's da noch einen Ausgang, den wir noch nehmen konnten? Oder so? Oh, Behemoth, hast du noch Teleport oder auch Sprung? Ich glaube nicht, ne? Das ist kein so ein behemottiger Zauber.
Also nichts für Kleriker. Teleport. Nein, nein, nein. Okay, dann schlafen wir mal. Ja, idealer Zeitpunkt zum Überblenden auf das Outro, ne? Heute sehr viel Micromanagement. Fast die ganze erste Hälfte von der Folge war eigentlich nur Micromanagement und im Rest der Folge haben wir überwiegend so alte Dungeons abgeklappert und jetzt komplett beendet. Hier in der Schlitzerkultfestung, naja, ich lasse mich mal überraschen, ob wir noch was finden, ne? Vielen Dank fürs Einschalten, ich hoffe, ihr hattet Spaß und sagt dann mal bis bald.